Ja, und herzlich willkommen zurück zum American Truck Simulator. Ich habe mir schon mal eine Fracht ausgesucht, die ich gleich machen möchte. Von Kingman aus, Arizona. Mit einem Volvo mal. Von Kiewit zu Liebherr, von Kingman nach Barstow, California. Eine Walze für 22.000 Pfund. Die Strecke sieht eigentlich ziemlich einfach aus. Und wir machen das einfach gleich mal. So, um eben ein bisschen mehr in diese, ja, grünere Richtung zu kommen, was die Landschaft angeht. Alright. Einen Volvo fahren wir heute mal. Und eine unglaublich kleine Walze. Einen riesigen Flatbed. Schön. Mal was Schwedisches in Amerika. Let's go. Wir haben 196 Meilen vor uns. Knapp 4 Stunden. Da drüben ist der Ausgang. Mal schauen, wie sich schwedische Kunst fährt. Im Gegensatz zu den amerikanischen Trucks. Turn right. Hört sich auf jeden Fall ziemlich anders an. Sieht ziemlich gut an, finde ich, von der Geschwindigkeit her. Aber wir haben jetzt natürlich auch nicht unbedingt eine schwere Ladung mit dabei. Go straight. Eigentlich schon spannend, dass Volvo als einzige europäische Marke im amerikanischen Truckmarkt mitmischt. Und alles andere kommt ja wirklich aus den USA. Keine Ahnung, warum die jetzt nicht fahren. Bin ich wahrscheinlich schon wieder ein bisschen zu weit nach vorne gerollt. Könnte gut möglich sein. Aber hey, nicht mein Problem. Fürs Reinlassen. Langsam wird es jetzt auch wieder schön Tag. Finde ich gut. Bei Nacht sieht zwar der Sternenhimmel sehr schön aus und die Beleuchtung, aber bei Tag ist es doch schöner zu fahren. Und auch einfach.
Go straight. Nicht allzu viel Verkehr auf unserer Strecke hier. Powells Pfad. So, da muss ich noch mal kurz ein Foto wieder machen für das Thumbnail. Weil sonst, wenn ich immer ein Foto von außen mache, also von innen, ist es natürlich nicht so spannend. Manchmal denke ich nicht daran, die Außenperspektive zu nutzen. Wenn es denn was Schönes zu sehen gibt. Ist wenigstens schon ein bisschen mehr grüner hier drüben. Oh shit. Man sollte vielleicht auf die Straße achten, nicht die Landschaft bestaunen. Sieht schon cool aus hier mit der Straße, die da vorne wieder hochgeht über den Berg. Knapp 100 Meilen. Und da vorne kommt noch eine Wegestation. Mal schauen, ob wir da raus müssen oder nicht. Schön, die dürfen ja umfahren. Sehr gut.
spart natürlich Zeit. Viel zum Anschauen und Erzählen gibt es hier leider gar nicht wirklich. Wie gesagt, eben die Landschaft hier in Arizona, Nevada, ist halt schon ziemlich wüstenmäßig. Und da gibt es halt nicht viel zu sehen. Abgesehen von diesen Kakteen. Oder einem Flugzeug, was uns da entgegenkommt. Das ist doch mal ein cooles Bild. Schon eine süße Walze. Ich habe mir da was anderes drunter vorgestellt eigentlich. Das ist ja schon fast ein bisschen übertrieben. Aber gut. Ich meine, ich sag da nichts dazu, das gibt mir Money und Geld. Was das Gleiche ist. Aber gut, ich sag da nichts dazu. Ich meine, das bringt uns Geld ein und Erfahrung. Daher, danke dafür. Kurzem, glaube ich auch fast ein Heißluftballon irgendwo auf eine Interstate runtergefallen. Ganz knapp nebendran. Und dann gab es ein großes Feuer, weil der Korb und die Schnüre haben sich irgendwie in der Leitung verfangen, also Stromleitung. Das dazu geführt hat, dass es dann angefangen hat zu brennen. Haben wir da vorne was? Ja. Blinker sieht man auch fast nicht. War wahrscheinlich eine Verfolgungsjagd oder sowas. Sieht zumindest so aus mit einem Helikopter und einem umstellten Auto. Hier wäre jetzt Los Angeles schon angeschrieben. Oben auf dem Schild. Was denn wohl heißt, dass wir hier in die richtige Richtung fahren, wenn wir denn dahin wollen. Alles gut.
Ich habe alles unter Kontrolle. Der wollte uns einfach ausbremsen gerade. Alright, Barstow. Eine Meile noch. Dann geht's rechts runter von der Autobahn. Von der Interstate. Sieht alles frei aus, sehr gut. Get ready to turn right. California Dreamer 1 von 21. Turn right. Das ist unsere erste Stadt in Kalifornien, die wir entdeckt haben. Von 21 Stück. Get ready to turn right. So, liebe. Okay, wait, kurzen Moment. Okay, das ist da hinten. Ach so, gleich hier. We're here. Right on time. Perfekt. Einfacher geht's ja nicht. Kleine süße Walze. Nach Liebherr Barstow. Absatteln und das war's. $5,000, sehr nice. Jetzt haben wir schon 46.000, also knapp die Hälfte von dem Truck. Ja, da würde ich sagen, das war's dann wieder mal für diese Folge von American Truck Simulator. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.